Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Jump League, denn es gibt das Jump League Mega Update, 50 neue Module und 3 neue Deathmatch Maps, von denen wir heute auch schon eine spielen. Die neuen Maps heißen übrigens Combine, Rush und Italy und wir spielen jetzt Italy. Und ja, vielleicht kann man sich da auch irgendwo rausbauen, aber das ist nicht das primäre Ziel des Videos, sondern ich will euch halt einfach mal nur zeigen, wie das Update aussieht und was es so Neues gibt. Ich hoffe, ich kriege euch ein paar neue Module, weil sonst wäre das ja ein bisschen bitter. Bisher sieht es nicht so rosig aus. Und ich falle auch mal runter. Ah, es sind ja auch die Easy-Module. Wäre gelacht, wenn ich das nicht hinbekommen würde. Es gibt wenig Module, die mich in die Knie zwingen. Das eine ist dieses Soulsend-Modul, wo man die unsichtbaren Blöcke über dem Kopf hat. Da hat letztens jemand kommentiert, dass das genervt wurde. Also im Sinne von, der Blumentopf über deinem Kopf wurde entfernt. Das Problem ist ja nicht der Blumentopf, sondern es ist ein unsichtbarer Block über deinem Kopf. Das ist das Problem bei dem Modul, was das Ganze so schwierig macht. Aber, naja, mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja. Kann ich euch direkt zeigen, was ich meine. Das ist nämlich schon ein bisschen heavy. Ich meine, die Leute aus den Streams werden sie sicher kennen, weil dort habe ich ja schon häufiger das Modul gehabt. Auch wie wir eine Subrunde gespielt haben. Ich meine, wir spielen ja fast nur Subrunden in Jump League. Oder eigentlich nur Subrunden in Jump League. Aber eigentlich, wie wir da mal eine Runde gespielt haben, da hatten wir das Modul und es gab halt ernsthaft niemanden, der weitergekommen ist. Und dann war es halt ein Zeitpunkt, wo halt wirklich jeder bei diesem Modul war und gewartet hat, bis irgendjemand finisht, weil nichts weiterging. Also es ist schon hardcore auf jeden Fall. Also das ist echt das schwerste Modul, glaube ich, gerade, was es gibt in dem Spielmodus. Aber hey, es ist auch gut möglich, dass sich das geändert hat, weil immerhin 50 neue Module. Da wird, denke ich mal, noch ein bisschen was Schwieriges dabei sein. Und ich glaube, das ist ein neues. Und ich falle natürlich einen Block vom Ziel runter. Aber ich glaube, das hier ist neu, oder? Irre ich mich da? Mir kommt es zumindest nicht bekannt vor, auf den ersten Blick. Auf den zweiten auch nicht. Vielleicht bei euch ja. So, jetzt aber, da ist es. Und das ist ein altes Modul. Das ist ganz alt. Das kennen wir doch noch. Das, wirklich, ich glaube, das ist es sogar im ersten Jump League. In der ersten Jump League-Version ist es drin gewesen, glaube ich sogar. Das ist älter als ich, das Modul. Und ich kann mir fast ein Eisenschwert machen. Ich habe 2 Eisenbarren. Eine Workbench, vielleicht gibt es die auf der Map. Auf manchen Maps gibt es ja welche. Oh, apropos altes Modul, das ist eines der ersten Hard-Module gewesen, glaube ich. Beziehungsweise damals war das ja nicht mehr sortiert. So lange ist das her. Aber ich brauche prinzipiell nur noch einen Stick, falls es eine Workbench auf der Map gibt. Was ich mal hoffe und wovon ich ausgehe eigentlich. Naja, mal schauen. Aber auch rüstungstechnisch muss bei mir noch einiges gehen, weil sonst sieht es nicht so schön aus. Ich habe echt wenig Rüstung gerade noch. Das ist. Warum mache ich das? Jetzt aber. Oh, das Modul ist auch relativ schwierig, aber das geht noch klar. Aber es ist eines der höheren Schwierigkeiten, würde ich sagen. Aber doch ganz gut gemeistert, das läuft schon. Workbench haben wir jetzt auch im Sack. Das heißt, jetzt fehlt rein theoretisch, also im Inventar, nicht im Sack. Also fehlt uns rein theoretisch nur noch ein Stick. Aber es sieht nicht so aus, als ob wir neue Module abbekommen, so. Das macht mich ein bisschen traurig, ich habe mich schon gefreut, so. Weil ich will ja auch sehen, was das für welche sind. Ich frage mich, wie viele Module gibt es überhaupt so gesamt? Wie viele Module existieren in Jump League? Weil dann hat man ja einen Maßstab, wie viele 50 neue sind, weil vielleicht ist es ja auch voll wenig. So, das ist ja auch schon etwas älter hier, der Kollege. Aber wir haben Full Iron gezogen, das ist auch nice. Das letzte Modul wäre, wie ich gerade sehe, auch kein neues gewesen, aber es ist sowieso ja im Ziel. Also ist es egal. Und es sieht aus, als könnten wir uns kein Eisenschwert machen, aber das werde ich auch so überleben, denke ich. Schauen wir mal, das war. Das ist auf jeden Fall, ist das die CSGO-Map? Ich glaube schon, dass das die CSGO-Map ist, wenn ich ehrlich bin. Also Italy ist ja auch eine Counter-Strike-Map und die haben ja schon einige andere Counter-Strike-Maps genommen, wie zum Beispiel Mirage oder Inferno oder Cache oder Das 2. Das sind ja alles CSGO-Maps, so. Ich glaube, der ist fast tot. Oder ging daneben. Huch, ich glaube, er ist verwirrt. Er hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Was macht er denn? Ich kann dem nicht so ganz folgen, seiner Handlung. Oh, das ist der Erstplatzierte. Aber ich habe sogar fast gleich gute Ausrüstung. Er hat nur den Dings besser. Fuck, das war nicht gut. Er hat nur den Brush Puncher besser. Hat der gerackt? Ich glaube, er hat gerackt, oder? Sonst würde er mich nicht fighten. Ziemlich sicher. Er hat auch eine Rod, das ist auch nicht so nice. Ja. Aber ich habe ihn. Sehr schön. Direkt nochmal da im Spawn gekillt. Und ich killen wir hier auch nochmal kurz. So, aus dem Weg. Und jetzt glaube ich. Oh, der hat auch nur noch ein Leben. Das sieht sogar sehr gut aus für uns. Aber ich habe halt nach wie vor keinen Stick. Das wäre eigentlich so. Wenn ich einen Stick hätte, dann hätte ich halt, glaube ich, kein Problem, gegen den Erstplatzierten, also gegen den Mika da zu kämpfen. Weil wir haben halt fast gleich gute Rüstung. Halber Rüstungspunkt mit den Dierschuhen, ansonsten sind wir gleich auf. Und mit dem Eisenschwert würde ich ihn halt schon richtig weghämmern. Ja, zur Map kann ich sagen, ist halt Italy aus CS, glaube ich, ne? Aber ich weiß nicht, ich habe das nicht so häufig gespielt. Also CSS generell, glaube ich, gar nicht so. Und Italy habe ich vielleicht einmal in Go gespielt. Aber ich sehe Potenzial, sich rauszubuggen. Nur habe ich keine Angel. Aber ja, es ist Italy, bin mir ziemlich sicher. Es müsste hier. Warte mal. Wenn ich. Ja, genau. Hier gibt es diesen Marktplatz. Ja, es ist Italy, ich erinnere mich wieder. Weil hier sind überall Hühner sonst normalerweise. Die rennen da überall rum in CSGO halt. Der hat halt eine Rod.
Aber vielleicht benutzt er die ja gar nicht. Doch, hat er. Ah, er killt mich aber auch. Natürlich ärgerlich. Hat er gesehen, dass ich da gespawnt bin? Ich meine, ich kann ihm jetzt ein paar Freehits geben, aber wenn er halt turnt, dann haben wir dieselben Chancen so gesehen. Das ist halt echt blöd, dass ich keine Rot bekommen habe, weil das gibt ihm halt einen richtigen Vorteil. Er hat da einen Hit mehr bekommen als ich und das ist halt den Kampf schon entschieden. Dann kann ich aber noch ein paar Freehits reinbekommen. Die Sache ist halt, er hat jetzt halt auf jeden Fall lower HP als ich. Auf jeden Fall. Und er wird auch nicht rennen, weil er muss essen. Na, komm her. Ja, haben wir ihn. Sehr schön. Nein, 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 nein. Dein Ernst? Zweite Runde mit hoffentlich mehr Glück und hoffentlich mehr neuen Modulen. Wäre schön. Wir spielen diesmal die Map Combine. Ist auch einer von den neuen Maps, wie vorher erwähnt. Und ich glaube, das ist kein neues Modul. Nö. Das könnte... Oh, warte mal. Ist das ein neues Modul? Ich bin mir halt nicht sicher, weil manche Module spielt man auch einfach so selten. Aber das ist safe neu. Das ist doch... Oder? Nee, warte, kenne ich das? Ist das neu? Leute, ihr müsst es wissen. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, dass ich es auch schon kenne. Ich hasse das, wenn das passiert. Ohne Scheiß. Ich hasse das, wenn das passiert. Kennt ihr das? Wenn ihr... Nee. Nee. Schon wieder! Und dann... Es ist zum Kotzen, weil diese Sprünge funktionieren so, wenn du im letzten Achtel des Blocks abspringst, dann hast du keinen Block über deinem Kopf, weil du dann halt schon praktisch draußen bist. Also... Das ist halt, ja, Minecraft-Physik, ne? Und wenn ich halt aber normal sprinte, dann mit Kopfstoßen kann ich halt drüber. Ja, genau so. Aber wenn ich halt dann normal gehe, weil ich mit zweimal drüber springe, weil ich halt zu spät abspringe, dann springe ich natürlich irgendwie. Boah, so gehört sich das. Egal, halb so schlimm. Wir gehen weiter und ich glaube, dass das... Ja, das ist safe ein neues Modul diesmal. Ich bin mir ziemlich... ich bin mir nicht ziemlich, ich bin mir hundertprozentig sicher. Das ist ein neues Modul. Hundertprozentig. Bedrocks habe ich vorher noch nie gesehen. Dafür ist das hier ein... Warte mal. Nee, das ist auch neu. Es gibt so ein ähnliches Modul. Es gibt so eins in grün. Es gibt so eins in grün, das kenne ich. Aber das ist nicht das. Das hier ist ein anderes. Also ist das auch neu. Confirmed. Ja, aber easy sieht in meiner Welt eigentlich anders aus. Also 2-4 Sprünge hintereinander, ne? Just saying. Obwohl, das ist ein Dreier. Ich war einfach nur scheiße. Ja, und jetzt kriege ich den Stick fürs Eisenschwert. Den habe ich vorher nicht gebraucht. Nö. Schon okay. Dann haben wir dieses Modul hier. Was, glaube ich, neu ist. Ja, ist auch neu. Kenne ich auch nicht, ist neu. Wenn ich mich kenne, dann ist es neu. So, auch geschafft aber. Und das ist wieder ein altes. Das kenne ich nämlich noch, glaube ich, ja. Das ist ein altes. Das Hard-Modul auch. Ich würde gerne ein neues Hard-Modul spielen. Aber bisher sieht es nicht so danach aus, als ob ich da eins bekommen würde. Wobei, das dahinter, guck mal. Ich muss unbedingt hinkommen. Aber da sind die Glasscheiben im Weg. Ich hasse dieses Modul. Nein! Ja, geschafft, okay. Neues Modul, oder? Ist das ein neues Modul? Sandstein ist mir auf jeden Fall nicht... Was bist du denn im Ziel, Junge? Ich muss hier neue Module zeigen. Was ist denn los? Gut, diesmal gehen wir mit schlechter Rüstung ins Deathmatch. Und ich konnte wieder nichts zeigen. Aber wir spielen Combine in der neuen Map. Aber ich habe die... Das ist auf jeden Fall keine CS-Map, weil das kenne ich überhaupt nicht. Vielleicht ist es eine COD-Map. Weil in COD bin ich halt echt ein Nicht-Experte. Ein Nicht-Experte, wie es das anhört. Oh, lol, wie viel Damage ich bekommen habe durch das TNT. Gottes Willen. Kommt der zu mir? Mal weg. So. Habe ich den nicht getrappt? Nee, ne? Nee. Geh mal weg. Gib den Keks! Lass mich in Ruhe! Ich laufe von einem Gegner in den anderen die ganze Zeit. Hey, das ist wieder derselbe, den ich gerade schon gekillt habe. Ey, ich krieg einfach meine Kiste nicht. Es ist... Die hassen mich gerade, glaube ich. Oh Gott, Alter. Was ist denn los hier? Guck mal da. Oh, lol. Er ist weg. Eisenschuhe nehme ich gerne. Workbench nehme ich. Cobweb nehme ich. TNT nehme ich. Das nehme ich, so. Oder war da noch was drin, was ich brauche? Nee, das war's. Okay, dann legen wir das an. TNT, Cobweb. Das kommt mir doch gerade recht. Jetzt brauche ich nur noch ein Gold, dann habe ich auch einen Goldapfel. Stehen meine Chancen eigentlich echt schon nicht so schlecht. Die Map sieht aber interessant aus. Man kann hier aber auch gar nicht rausfallen. Wahrscheinlich nur... Diese Wände sind überall nur, damit ich mich nicht rausfangen kann. Ich schwöre auf alles. So, der erste lebt halt immer noch. Der Typ hat nur noch ein Leben. Wenn ich den jetzt töte, dann habe ich wenigstens noch ein bisschen Equip bekommen. Vielleicht hat der ja ein Gold, dann kann ich gegen den ersten kämpfen. Also ich will nicht direkt gegen den ersten kämpfen, weil ich habe halt so schlechte Ausrüstung im Prinzip eigentlich. Das ist halt...
exorbitant schlecht. Der hat sicher Full Iron mittlerweile. Und der hat ja auch schon die Gear Boots vorher gehabt. Nur ganz Full Iron hat er halt nicht. Nee, hat er gar nicht, lol. Ich dachte halt, der ist schon Full Iron. Warum läuft dieser andere Typ eigentlich die ganze Zeit weg? Ich will mal gegen den kämpfen. Wenn ich ehrlich bin. Mir gefällt das nicht, dass der die ganze Zeit wegrennt. Lol, was gibt der mir für ein Combo? Ah, der ist schon down, lol. Hä? Er hat so low HP gehabt? Nein, ich hab mein... Ich hab mein Schwert einfach weggehotkeyt, was zum... Ja, ich hab jetzt schon GG. Also das ist echt ein provokanter Typ. Schauen wir mal, ob wir da noch was machen können. Was ist denn heute? Ich würde aber sagen, ich belasse es dabei. Denn die dritte Map, die könnt ihr euch dann selbst anschauen, wenn ihr die sehen wollt. Ich habe heute zweimal auf die Fresse bekommen, das reicht mir, ich will keine 3 draus machen, obwohl man ja sagt, alle guten Dinge sind 3. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von solchen Videos denkt oder was ihr euch sonst wünscht. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, morgen, haut rein, ciao.